Hübschen. Ja, und es ist schon wieder soweit und ich trage schon wieder das gleiche Kleid. Ich meine, das ist mein Lieblingsschatz, mein Schatz mir gekauft. Natürlich wasche ich das jeden Tag. Nein, Quatsch. Das wird auf jeden Fall gewaschen. Nur mal so zur Information, Leute, nicht, dass ihr denkt, ja, hallo, die hat immer das gleiche an. Ja, und? Das ist halt mein Lieblingspulli. Das ist genauso wie meine Lieblingshose, die ich so lange getragen habe, bis sie aufgegangen ist. Also, kaputt. So. Aber wir sind ja jetzt hier bei einer Kooperation. 1000 Fragen an dich selbst. Und es gibt noch andere YouTuber, die mitgemacht haben. Die stehen alle in der Box drin. So, und jetzt bin ich bei der nächsten Frage angelangt. Für diesen Monat. Für diesen Tag. Es ist die 181. Frage. Würdest du gerne in eine frühere Zeit zurückversetzt werden? Nee, keine Lust mehr drauf. Tut mir leid. Das habe ich mir so. Ich habe mir darüber schon Gedanken mal gemacht, hin und wieder. Aber nein. Ich bleibe lieber jetzt hier. Hier und jetzt, im Hier und Jetzt. Das ist mir viel. Das macht mir viel mehr Spaß. So, die 182. Wie egozentrisch bist du? Ja, egozentrisch. Egozentrisch. Da muss ich nochmal googeln. Was ist das Wort denn nochmal? Egozentrisch. Was bedeutet das nochmal? Ich meine, das muss ich mir erstmal angucken. So, dass man die eigene Person als Mittelpunkt betrachtet und alles auf das eigene Ich bezieht. Nee. Tut mir leid, kann ich nicht so sagen. Das bin ich wahrscheinlich nicht. Oh. 183. Wie entspannst du dich am liebsten? Mit Yoga, also Wellness-Yoga, Yoga überhaupt, mit Meditationen und, ach, eine Badewanne. Meine Lieben, geht in eine Wanne und entspannt euch in einer schönen, vollgefüllten Wasserbad, also in einer Badewanne mit viel Wasser und das eine oder andere ätherische Öl entspannt einen so richtig. Oder es kann auch ein Schaumbad sein, Leute. Ach, wenn ich daran denke, bin ich schon ganz entspannt, Leute. So viel dazu. 184. Fühlst du dich manchmal ausgeschlossen? Nee. 185. Worüber grübelst du häufig? Ich grübel ganz häufig. Das kann ich auch ehrlich und ich gebe es ehrlich zu, Leute. Ich grübel häufig darüber und das auch schon seit meiner Kindheit. Weshalb negativ, positiv, schlecht, gut, Krieg, Frieden, wie auch immer. Wieso es dieses gibt. Warum wir immer noch nicht ganz im Frieden sind mit allen Mitmenschen oder die Menschen auch mit einem selbst oder mit sich oder mit den Gegenüber, so zum Beispiel mit mir, weil ja so viele häufig auch Unfrieden mit mir schöpfen wollen, wie auch immer. Und darüber grübel ich viel, häufig. So. 186. Wie siehst du die Zukunft? Das ist auch kompliziert, meine Lieben. Das ist das Gleiche wie das mit dem Grübeln, weil ich grübel, dann haben wir in Zukunft noch die Welt, so wie sie uns gefällt. Ist sie vielleicht schon untergegangen, was auch immer. Also deswegen denke ich auch eher weniger an die Zukunft, sondern eher an den Jetzt und Hier, weil was bringt mir das, wenn ich mir den Kopf grübelnd zerbreche und sage, ja, huhu, in der Zukunft 5., 6. Weltkrieg oder was auch immer wir treiben wollen oder ja, wir leben alle in einer schönen Wolke oder was auch immer, überall ist die Sonne oder die Natur hat uns schon vielleicht kaputt gemacht, was auch immer, oder wir uns selbst, was auch immer. Ich kann es nicht sagen, deswegen sehe ich die Zukunft, lasse ich die Zukunft bleiben und bin im Hier und Jetzt und mache heiter weiter. So. 187. Wann bist du deinem Partner zuerst aufgefallen? Oh, das kann ich euch nicht sagen. Das ist eine
starke Frage. Aber ich denke mal, dass ich meinen jetzigen Partner zuerst aufgefallen bin, wo ich mich bei ihm gemeldet habe und ihm gesagt habe, so, hier bin ich, komm, wir machen was, also kommen wir jetzt zusammen, so in der Art, wie auch immer. 188. Welchem Familienmitglied ähnelst du am meisten? Vom Äußeren oder vom Inneren, Leute? Also, ich kann nur sagen, dass ich zumindest in der Kindheit und Jugendzeit meiner Mutter am ähnlichsten gesehen habe, sowieso. Also, ich meine, die ganze Verwandtschaft und auch Bekanntschaft und Nachbarn haben immer gemeint, oder mich als meine Mutter gesehen, so. Ich wurde immer so, ja, du bist doch die, du siehst so aus wie, und ich habe gedacht, ja, super, Leute, aber naja, ist halt so. 189. Wie verbringst du am liebsten deinen Abend? Mit meinem Schatzi. Und natürlich mit einem guten Essen, das wir dann vorher, bevor wir schlafen gehen, essen. Und dann, ja, verbringe ich am liebsten die Zeit und den Abend mit meinem Schatzi. Und das auch sogar am liebsten im Garten. Ja. 190. Wie unabhängig bist du in deinem Leben? Wenn ich das so bedenke, bin ich ganz unabhängig von mir selbst. Oder? Also ich meine, wieder so eine Frage, unabhängig bist du in deinem Leben. Man ist nie wirklich richtig unabhängig, Leute. Immer ist irgendwas da. Du brauchst ja irgendwie Geld, damit du irgendwie irgendwann dein Essen oder sonst was kaufen kannst. Ja, und dann bist du ja wieder abhängig von dem Geld. Und wenn du nicht abhängig von dem Geld bist, bist du von dem Essen oder von dem anderen abhängig, weil du das ja benötigst, um zu leben. So viel dazu. Ja, und das war es dann auch wieder mit den nächsten 20 Fragen für diese Kooperation. Ihr könnt da unten weiterschauen. Bei den anderen lieben Leuten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Ciao!